Sie sind eingebettet in Innenhöfe, Gärten und in historische Gemäuer. Die ganze Stadt blüht im Mai auf. Mit dem Temps de Flores wird der Frühling in Girona begrüßt. 200 florale Kunstwerke, gestaltet von einheimischen katalonischen Floristen und Künstlern. Jordi Vila ist einer von ihnen. Er hat die Treppe der Kathedrale geschmückt. Für ihn eine besondere Ehre. Da ich hier geboren bin und hier meine Wurzeln habe, bewegt mich das ganz besonders. Es ist eine Mischung aus Freude und der Verantwortung, etwas Schönes zu gestalten. Ein bisschen extravagant und zugleich einem so bedeutsamen Gebäude wie dieser Kathedrale angemessen. Jede Pflanze haben Jordi Vila und sein Team per Hand bearbeitet und bemalt. Eine Geduldsarbeit. Wir haben 7000 Kilo Farbe verwendet. Ich habe versucht, es so aussehen zu lassen, als ob die Farben von Ferne zu Gold miteinander verschmelzen. Die Menschen sollen sich ein bisschen wie Adlige fühlen, die hier eintreten dürfen. Dieses Gefühl wollte ich schaffen. Kunst, die tägliche Pflege und vor allem viel Wasser benötigt. Während des Festivals ist Maria Angel Perpignan ständig bei ihren Arrangements. Mehr als 4000 Blumen hat sie in den Kreuzgang der Kathedrale platziert. 3 Tage lang haben sie und ihr Team am Aufbau gearbeitet. Jetzt muss sie dafür sorgen, dass ihr Werk den oft schwankenden Temperaturen knapp 10 Tage lang standhält. Wenn es 30 Grad Celsius heiß ist, dann ist es sehr schwierig, die Blumen draußen frisch zu halten. Man muss die Blumen deshalb in nasse Schwämme stecken. Und wenn die Blumen welk sind, tauschen wir sie aus. Girona ist mit 100.000 Einwohnern die kleinste der 4 katalonischen Provinzhauptstädte. Viel Verwaltung, wenig Tourismus. Grau und trübe, so das Image der Stadt lange Zeit. Das Blumenfestival änderte das. Während dieser Zeit sind fast alle Gebäude geöffnet. So auch das Wohnhaus aus dem 15. Jahrhundert von Rosa Labayen. Die 94-Jährige ist eine der wenigen, die die Anfänge des Festivals vor gut 60 Jahren noch miterlebt haben. Es waren 9 Damen, die damit angefangen haben, eine kleine Blumenschau auf der Treppe des Stadttheaters von Girona zu organisieren. Es war komplett improvisiert. Heute ist das alles viel professioneller organisiert, mit Sponsoren, die das Festival mit rund 450.000 Euro unterstützen. Die Touristen sind inzwischen eine gute Einnahmequelle für die Stadt. Doch nicht immer bleibt es beim reinen Fotografieren. Sehr zum Leidwesen der Künstler und Floristen. Denn viele der rund 250.000 Gäste nehmen die floralen Kunstwerke gern einmal kurz in die Hand. Es gibt Leute, die testen, ob die Blumen echt sind. Dabei haben wir hier keine einzige Kunstblume. Die sind alle echt. Aber manche glauben das nicht. Die drücken und gucken, ob die Blume echt ist. Sie sind eben neugierig. Aber natürlich ist das für die Menschen, die das hier alles gemacht haben, etwas ärgerlich. Auch Jordi Alba hat diese Erfahrung schon gemacht. Der Katalane hat die arabischen Bäder geschmückt und sich dabei von der Burg Alhambra in Granada inspirieren lassen. Wir waren vor Ort, sind zur Alhambra gereist, um zu gucken, wie wir diesen Ort gestalten können. Und wir haben gesehen, dass sie dort viel mit Wasser gemacht haben und mit Pflanzen, die duften. Und das möchten sich die Menschen nicht entgehen lassen, egal ob sie sich eher als Spanier sehen oder als Katalanen. Kunst verbindet, auch in politisch schwierigen Zeiten. Und manch einer wird wohl im nächsten Jahr wieder anreisen, um im Schatten der Bäume florale Kunstwerke zu bewundern.